So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Investment und die Strategie dahinter, was ich aktuell anwende und was ich jetzt aber nochmal verfeinern will und mir auch nochmal zugunsten machen will. Das Thema ist auf jeden Fall, wenn man ja sein Geld hat, zum Beispiel 1000 Euro oder 100 Euro und man hatte zum Beispiel 300 Euro, also das sind dann 3 mal die 100 und ich habe jetzt 3000 Euro, das nennt sich dann 3 mal die 1000 Euro, dass ich dann investiere oder beziehungsweise einen Teil davon investiere und nicht alles auf einmal. Die Frage ist jetzt aber nur, was willst du tun? Willst du dein Geld vermehren oder willst du dein Geld bei dir zu Hause lassen? Weil eins ist klar, Bargeld ist notwendig. Du brauchst immer flüssiges Kapital. Aber natürlich solltest du immer von deinem Kapital, das du hast, immer 10% auf die Seite legen und dann von dem restlichen Geld leben. Aber natürlich das aufteilen. Das heißt, du musst also gucken, dass du dir 10% auf die Seite legst oder 20%, je nachdem wie dein Einkommen ist. Davon dann auch wiederum vom übrigen wieder 10%, sodass du im Prinzip 2 bis 3 Teile 10% hast. Und die dann jeweils Unterkonten anlegen. Und ansonsten wird es bei dir knapp mit dem Geld, das heißt, du kannst auf nichts verzichten. Das heißt, du wirst auch später Probleme haben finanziell, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, beziehungsweise dein Geld nicht für dich arbeitet. Das heißt aber auch, wenn du dein Geld für dich arbeiten lässt, bist du unabhängiger, du hast ein besseres Gefühl für Geld. Und wenn du dann auch sagst, okay, ich möchte jetzt mein Geld für mich arbeiten lassen, dann ist es ein guter Weg zu sagen, okay, ich kümmere mich um Investments. Wenn du es aber nicht möchtest, ist es ein guter Weg zu sagen, okay, ich kümmere mich um Investments ein Stück weit, ich kümmere mich mal darum, aber ich will nicht investieren, weil ich mir nicht sicher bin. Das Ding ist ja, Sicherheit ist ja überall irgendwo jeder, der Sicherheit haben will. Sicherheit ist aber auch ein Punkt, wo dir die Freiheit einschränkt, dass du sagst, okay, ich möchte Sicherheit haben, möchte aber nicht investieren. Das heißt also, du möchtest die Sicherheit haben, dass du in der Zukunft keine Sicherheit hast. Wenn du jetzt aber Sicherheit haben willst, aber Risiko eingehst, zum Beispiel, du gehst jetzt jeden Tag arbeiten, ein Arbeitsplatz könnte verloren gehen, wie viele in der letzten Pandemie verloren haben, dann hast du deine Sicherheit aufs Spiel gesetzt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte Sicherheit haben, aber Risiko eingehen, so wie du es im Arbeitsalltag machst mit Jobverlustmöglichkeiten, dann gehst du hin, investierst dein Geld, aber nur das, was du natürlich übrig hast oder dir übrig schaffst, indem du zum Beispiel Sachen, die du wirklich nicht unbedingt brauchst, notwendigerweise abschaffst. Zum Beispiel, du kaufst dir keinen neuen Fernseher, weil der alte noch gut ist. Alt in Anführungsstrichen. Oder du kaufst dir kein neues Auto, weil dein Auto noch sehr gut ist und du einfach kein Auto geleased hast. Leasing ist sowieso für Leute, die kein Geld haben, die einfach nur ein Auto haben wollen. Muss aber jeder selber entscheiden. Und wenn du auf jeden Fall investieren möchtest oder wenn du nicht weißt, wo, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich habe einige Möglichkeiten. Ich bin auch gerade an Möglichkeiten noch dran. Ich bin auch am Investieren, nämlich selbst. Ich habe jetzt auch gerade ein neues Buch gekauft, wo ich mich reinlese. Und deshalb, wer ein Ziel vor Augen hat, der fokussiert sich darauf. Und wer ein Ziel vor Augen hat, aber nicht sich darauf fokussiert bzw. nicht darauf hinarbeitet, der wird eben später sagen, hätte ich doch gemacht. Ansonsten wünsche ich euch einen geilen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer Action Anthony.